Gamer Gaming. So, es geht weiter, wa? Mit Outlast. Wir sind in der Kanalisation. Zuletzt stehen geblieben. Und genau dort sollten wir jetzt auch starten. Ja, genau hier. Wir müssen immer noch raus aus diesem Gebäude, aus der Irrenanstalt, aus der Kanalisation, aus diesem ganzen kranken Zeug hier. Also von der Treppe da oben sind wir eben gekommen. Wir gehen jetzt erstmal weiter geradeaus, gucken, wo der Weg uns lang führt. Gehen erstmal schon ein Stückchen in die Dunkelheit rein, so wie es aussieht. Yep, sind auch nicht allein hier unten. So. Moment, ist ja schön viel Licht da. Das hat sich jetzt wohl auch erledigt. Wo ist der Typ jetzt hingerannt? Also die Geräuschkulisse aus dem Hintergrund, die ist jetzt nicht so angenehm. Okay. Wir können nur durch den Schlitz. Machen wir das auch mal. So, schon wieder ein furchtbares Geräusch. Ah, das war wohl hinter uns. Ja, wir können da auch nicht nochmal zurück. Ist jetzt irgend so ein Gas raus. Wir könnten jetzt die Treppe hoch. Wir können auch hier hinten lang. Wir gucken mal. Okay. Sieht aus wie ein Raum mit Leichen. Haben wir auch gerade nochmal eine schöne Notiz gemacht. Gucken wir mal. Ein Festmahl für die Fliegen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Wahrscheinlich nicht. Die Tür ist zu. Sieht doch echt appetitlich aus, alles. Oh, ein normaler Kopf. Also, was man normal nennen kann. Jedenfalls sieht er nicht aus wie einer von den anderen Patienten oder Ärzten, die hier rumlaufen. Gut. Damit bleibt uns nur der Weg nach oben. Und dann wollen wir da mal gleich hin. Ja, was anderes gibt's hier nicht. Ah, ich höre schon wieder Schreie. Ja, Szenenwechsel. Das gehört wohl leider dazu. Wird man mal ein bisschen kurz rausgerissen aus dem Spiel, aber was soll's. Kann man eh nicht ändern. Neues Ziel erreicht das Hauptgeschoss der Männerstation. So. Okay, die Tür. Sieht man gleich, kommen wir nicht durch. Aber wir können hier ein bisschen schieben. Können wir uns den Weg frei machen, ja. Ja, hier kommen wir wirklich nicht durch. Wenn wir keinen Umweg gehen müssen. Oh, wer bist du denn? Hier kam wohl schon irgendjemand lang. Dieser Blutspur zu folgen zumindest. Na, ja, schön. Das Licht darf gerne anbleiben. Und irgendjemand klopft da draußen schon wieder. Aber es hilft ja nichts, wir müssen da irgendwie raus. Er scheint uns nicht mitbekommen zu haben. Sieht ein bisschen so aus, als ob er eingepinkelt hätte. Aber solange er da sitzt, nichts macht, soll mir das egal sein. Gucken wir raus. Okay. Sieht ruhig aus. Die Blutspur geht da lang. Das ist da hinten noch. Noch eine Tür. Aber scheinbar mit nichts gefüllt, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Steht da was an der Wand? Nö. Gut. Ja, dann gehen wir mal ins Licht. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Gerümpel hier. Da sind wir ja eben nicht drüber gekommen. So, links gleich eine Tür. Also links hier. Dann einmal geradeaus. Okay. Schon wieder ein unangenehmes Geräusch. Ich kann leider nicht zuordnen, ob von vorne oder von hinten. Wir gehen erstmal hier weiter. Okay, da will wohl jemand raus.
Ja. Aber noch ist dieses Gerät davor und sie kommen nicht raus. Gucken wir mal schnell. Hier ist zu, ja, ist war klar. Gucken wir mal die Treppe nach oben. Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt da hinten weiter zu gucken. So, ja. Die Tür aufmachen. Okay, da ist im Moment jetzt scheinbar Ruhe. Ob das so beruhigt, weiß ich nicht. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Batterie. Das ist sehr praktisch. Ja. Okay, dann vorsichtig. Dahinter ist mal Dunkelheit. Nee, da ist wieder Licht. Links oder rechts? Wir gehen mal nach rechts. Okay, niemand folgt uns. Eingang. Noch ein Gang. Nee, ein Raum. Und noch mehr Türen. Okay, der Gang fällt aus. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Und da ist ein Gitter. Wo wir durch können. Da ist zu. Sich hinter dem Gitter befindet. Furchtbar, also eine komische Musik. Ansonsten sieht sie leer aus. Oder mal. Hinter der Tür ist jemand. Boah, weiß man ja wieder nicht, wo man hin soll. Okay, wir gucken nochmal. Ja, mach mal. Wir gucken mal. Also von hier sind wir gekommen. Die rechte Tür ist zu. Dann machen wir vorsichtig die Tür auf. Wir lassen das mit der Tür, weil die Tür geht gar nicht auf. Okay, dann haben wir ja bloß eine Wahl. Dann brauche ich auch nicht großartig rumexperimentieren. Okay. Ist hier irgendwas? Hier ist noch eine Batterie. Wäre schön, wenn er mich nicht sieht. Ist hier noch irgendjemand drin? Wer redet denn hier? Ich will hier hoch. Das ist mir zu spooky. Okay, auf die Seite komme ich nicht. Gucken wir mal hier. Kriege ich auch nicht gerade leise durch den Schacht. Sei ruhig. Oh. Nein! Ey, komm hier! Mach auf! Warte mal, schieb das Ding weg! Oh, hier, mach schneller! Ey, so eine Pissnelke! Wo muss ich hin? Nein, lass die Tür zu, lass die Tür zu, hau ab! Mach die Tür zu! Schieb das Ding, schieb doch einfach, ey! Ja, okay, das ist weg, da, hier! Oh ja, die Steuerung ist so beschissen in diesen Momenten! Schieb! Schieb schneller! Oh Junge, ich will ja nicht verrecken.
nicht die andere Tür. Die andere Tür, da will ich jetzt raus. Wo muss ich hin? Wir laufen jetzt einfach mal. Okay, hier, nochmal schieben. Na, nicht vorbei. Schieb, 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 schieb. Komm, 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 hier, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Ja, mach hin. Okay, 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 okay. Was jetzt, was jetzt? Jo, hoch, 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 hoch. Ich hoffe, ich habe jetzt etwas Ruhe. Links, rechts, links, rechts. Links. Was jetzt? Da lang. Da durch. Wand, Wand, Wand. Nochmal Tür. Oh, lauf. Ich, oh, 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 oh. Großer Sprung, großer Sprung. Nein! Zu früh abgesprungen. Das war ein bisschen Stress. Okay, okay, okay. Wo starte ich denn jetzt? Naja, gut. Das ganze Spiel nochmal. Also hier schiebt die Tür. Nein, oh, das habe ich eben schon mal gemacht. Das ist dumm. Nicht ducken, rennen. Das Ding davor schieben. Okay, das andere Ding wegschieben. Also nichts für Leute mit schwachen Nerven hier. Schön nach links, wir wollen immer nach links. Komm hier. Durch das Gitter und weiter nach links, weiter nach links. Gar nicht erst großartig gucken, wohin. So, so, so. Rennen wir noch? Wir sind noch im Rennmodus, oder? Ja, wir sind im Rennmodus. Und nochmal der Sprung. Ja, ja. Oh. Okay, die sind erstmal weg, hoffe ich. Die Musik sagt, dass sie weg sind. Oder auch nicht. Sie sind wohl nicht weg, wir rennen mal weiter. So. Sind sie jetzt weg? Ey, ich will hier rein. Ja, mach auf. Ach so, nee, komm hier. Auf, geht rein, geht rein, geht rein. Oh, fuck, ey. Na super. Yeah, scheiß Geld vom Priester, oder? Wer bist du denn? Kenn ich dich schon? His witness or whatever, you must be. Exhausted. Es ist nicht der Priester, es ist der andere. Der andere was? The old two martini lunch. Hm? Have a little confab. Blah blah. Rowier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Also das ist ein Englisch, was der spricht, das würde ich im Normalfall überhaupt nicht verstehen, wenn da keine Untertexte wären, aber die Untertexte, die kann ich so schnell eigentlich auch gar nicht mitlesen. Er hat mich jetzt, ich weiß nicht, was er mit mir macht. Auf jeden Fall sehen wir jetzt wieder irgendwo in der Anstalt, ziemlich weit oben, da ist der Ausgang. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Als ob ich gehen dürfte. Go on, könnte. Run free. I'm in no hurry. No? Alright. Those are the grindstone. I like that. Okay then, right this way. Ich bin ein Arbeitstier, da. Der ist auch nackt unter seiner Kutte. Super. Töte mich, töte mich. Nein. Achso, das sagt wohl er hier.
gripper and that tongue any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking downstairs. Bringt er mich jetzt hier hin? Here we are, then. Ich krieg jetzt mal eine Behandlung, oder wie? Movies. And it'll give us a chance to talk. Okay. Also er wäscht sich jetzt. Mit diesem sehr sterilen Raum. Wir sollen uns unterhalten. Ich will nicht unterhalten, ich will hier raus. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Was hat er jetzt mit mir? It's understandable. People get scared. There's like to turn to God as anything else. You know, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. Was? You paying attention? Er hat mir jetzt, glaube ich, die Finger abgeschnitten, oder? Wer hat mir die Finger abgeschnitten, der sagt? Ah, fuck. There. There, right? Here's the way to you. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Es ist schon ein krankes Schwein. Schneidet mir die Finger ab und geht. Das hätte ich vorher machen sollen, hä? Das ist ja eklig. Super. Jetzt bin ich in diesem Raum mit zwei oder drei Fingern weniger. Aber meine Kamera funktioniert noch. Die Tür geht nach außen auf. Wer bist du? Gar nichts rüber. Ich will aufhören zu schreien. Ja. Das Doktorchen, das Doktorchen läuft hier noch rum. Also wir wollen ein wenig Aufmerksamkeit wirken, verständlich. Und ich bin nicht der. Wird mir eine ganze Aufmerksamkeit. I'm here for you. I'll give you very special attention. Ah. Wer jetzt feststellt, dass ich nicht mehr im Raum bin? Fuck! Ja. Fuck, really? You aren't gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Okay. Alright, you can figure this out. Let's solve. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Also er hat festgestellt, dass er nicht mehr in dem Raum ist. Er ist jetzt ein bisschen stinksauer und meint, er müsste jetzt das Problem lösen.
Ja. Also ich kann kommt mir unter dem Bett schlecht vor, wenn er in dem Raum ist. Glaube ich. Steht ein bisschen nah, weil schön, wenn er den Raum verlässt, damit ich auch raus kann. Es gab ja keinen anderen Weg, glaube ich. Wo ist er jetzt weg? Nein, ist er nicht. Und wenn er noch da hinten geht, sieht er mich vielleicht nicht so. So. Ah, okay. Ich nehme an, der Fahrstuhl funktioniert eh nicht, dann können wir es gleich hier oben probieren. Hallo. So. Dann wollen wir hier raus. Okay, weit bin ich jetzt nicht gekommen. Ein Schrank. Hinter dem Schrank ist wahrscheinlich eine Tür. Okay, ich habe jetzt da eine Tür und ich könnte durch den Gang gehen. Geh mal hier lang. Ah, okay, gut. Das ist quasi... Von da komme ich quasi. Huch. Nee. Boah, das Doktorchen da hinten im Gang. Huch. Nein, 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 du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Okay, er geht wieder. Gehen wir mal vorsichtig hinterher. Geh ruhig mal da hinten rein. Mist, jetzt kommt der schon wieder. Hey, nobody likes a quitter. Ey, Junge, ich sehe mich ja nicht mal. Und die Steuerung ist so für den Arsch manchmal. Gerade in diesen Situationen. Drückt man eine falsche Taste. Seht das? So ein Lutscher. So, wir sind jetzt wo? Ah, wir sind wieder hier. Gut. Dann schieben wir das mal zur Seite, dann haben wir eventuell einen Fluchtweg, wenn wir ihn brauchen.
Doktor ist, dann gehen wir mal da lang. War hier noch irgendwas? Nee. Die Tür ist jetzt auch zu. Alles zu jetzt, oder was? Habt ihr jetzt quasi keinen großen Spielraum mehr? Also guck mal in die Fahrschau rein. Ja, Schlüssel notwendig, den habe ich nicht. Mann. Mach dich da bloß rein, Junge. So, dann ist er wenigstens auf der Seite, dann können wir mal gucken. Ah, ja, gut, hier ist noch was zum Verstecken, ist hier auf. Ja, dann gehen wir mal schnell da rein. Stecken wir uns jetzt im Klo. So wie in alten... Ich will in das Klo. Oh, ey, hier. Davon aus, dass er uns jetzt nicht gefolgt ist. In das Klo. Hoffe ich. Machen wir das Klo vorsichtig zu. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Nö. Okay. Gut, dann müssen wir irgendwie einen Weg an ihm vorbei rausfinden. Hier ist nichts mehr. Du sollst die Tür eigentlich zumachen, aber egal. Das war immer so mein Grundgedanke gerade dabei. Oh, sehr bloß gut da hinten. Lock ihn nicht an. Wo sind wir jetzt? Noch so eine Leichenhalle. Hier überall liegen irgendwelche potenziellen Krachmacher. Ha, noch eine Tür. Endlich mal wieder ein Klo. Okay, läuft er hier draußen rum irgendwie? Sehe ich ihn? Sehe ich ihn? Huch, da läuft er wirklich. Okay. Wo kriege ich den verfickten bösen Schlüssel her, den ich brauche? Nein! Oh, lauf, Junge, du sollst immer laufen. Der lauft immer gegen die Wache ran. Alle Türen sind offen, bis auf eine. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hinter dieser Tür bin? Ist jetzt auch. Ja.
Hat super funktioniert, Patrick. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Wenn wir hier oben sind, ist ja hoffentlich auf der anderen Seite. Probieren wir das nochmal. Ohne zu wissen, wo wir hin müssen. Ha! Hier ist noch ein Gitter. Wenn du schnell bist, dann schieb doch mal bitte, ey. Keine Zeit für so ein dummes Spielchen. Laufen, 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 laufen. Ich weiß nicht, wohin ich laufe, aber ich laufe. Ha! Ich laufe da hoch. Yes! Ich weiß nicht, an wie vielen Türen ich jetzt vorbeigerannt bin. Ich hoffe, es waren keine wichtigen Türen. Ich bin einfach erstmal kurzzeitig in Sicherheit vor diesem blöden Doktorschwein. So. Tada. Toiletten. Endlich wieder Toiletten. Und ein Dokument. Das ist schon mal gut. Schließen wir uns mal ein. Gucken, was in dem Dokument steht. Habe ich neue Notizen gemacht? Nein, habe ich nicht. Wir gucken. Versetzungsantrag. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise missbraucht werden. Zwei Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Annapurna. Hm. Frage ist jetzt, wurde er versetzt oder nicht? Werden wir das jemals erfahren? Gut, müssen wir uns wieder kurz zurechtfinden. Wo wir sind. Wer hätte gedacht, wir sind schon wieder in irgendeinem Krankenbett. Großen Krankenzimmersaal. Und es gibt hier nichts. Die Türen sind alle zu. Bis auf diese. Ich nehme an, dass wir die große Tür aufmachen können. Hm. Ja, machen wir die mal vorsichtig auf. Gucken, was dahinter ist. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Okay. Ich meine, dass wir hier durch das Fenster müssen. Ja. Oh, ein Schlüssel! Ich nehme mal an, das wird der Schlüssel für den Fahrstuhl. Oh, okay. Dann sollte ich wohl zurück. Ich muss nur noch mal schnell wissen, wie ich hierher gekommen bin. Gibt es eine Tür zum Zumachen? Also von innen zuzumachen? Okay, es hat nichts gebracht, er hat mich schon gesehen. Dann gehen wir seinen Weg. Ah, andere Richtung. So. Fahrstuhl, Fahrstuhl, Fahrstuhl. Funktionierst du jetzt? Jetzt funktionierst du. Super. Nicht unbedingt der schnellste Fahrstuhl. Ja, genau, das ist die Strafe, das ist die Strafe. Für meine Finger. Die große Schere wäre jetzt natürlich sehr nützlich gewesen für den weiteren Verlauf des Spiels. Das ist schlecht. So, und jetzt? Stecke ich auf dieser Etage fest, oder wie? Na gut.
Sind jetzt in einem Zwischengeschoss. Also unter mir ist quasi die Etage mit dem Ausgang. Die habe ich eben schon mal kurz gesehen. Und hier gibt es im Moment nur wieder Kellergänge, Gänge ohne Keller, aber Gänge. Und Treppen. Also was, wir können jetzt nach oben und nach unten. Eigentlich fahren wir ja nach unten zum Ausgang. Ja, das funktioniert leider nicht. Gut, dann gehen wir mal nach oben gucken. Die ist auch zu. Ja, das ist ja blöd. Okay. War die Tür eben auch schon auf? Ich habe eine Notiz gemacht, das habe ich mir geschrieben. Die Herstellung vom Tragersaft. Schritt 1 drücken. Was? Was? Was will uns der Autor damit sagen? Nee, warte mal, von hier kommen wir doch, oder? Ja, genau, von hier kommen wir. Ach, hier sind noch mehr Türen. Auch zu. Alles zu, ey. Das Spiel verarscht mich gerade wieder ein bisschen. Oder muss ich hier hoch? Und da durch. Das geht gar nicht. Oh. Achso, doch. Hier war die offene Tür, aber ja, da komme ich ja nicht raus oder rein eigentlich. So, dann kommen wir mal nach unten. Ach, es geht weiter, okay. Hätte man ja auch gucken können. Da liegt eine Batterie. Die nehme ich gerne mit. Dann gehen wir mal hier rein. Bin jetzt Patrick Teamplayer Award für Patrick Petrainer. Das sind jetzt nicht unbedingt die aussprechfreundlichsten Namen für mich. Okay, was auf der anderen Seite? Pure Dunkelheit wieder mal. Wieder mal. Puh, ich sehe schon Schatten. Sind wir, ey? Und wer bist du? Hallo? Gott sei Dank, sie leben. Ah, ist der Priester oder wie? Treffen Sie mich draußen, ja, gerne doch. Finden Sie Vater Martin draußen, okay. Den Weg nach draußen werden wir auch gleich in Angriff nehmen. Im nächsten Video, denn für dieses Video reicht mir das schon wieder erstmal an Action. Und die 45 Minuten sind auch nahezu voll. Von daher wird jetzt einmal kurz gespeichert. Das Video beendet. Ihr könnt jetzt mal zwischenzeitlich liken oder teilen oder abonnieren. Würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video.